Okay, Leute, ne? Dann ist die dritte Runde im Best of Three vom zweiten Game des Best of Fives in der RTS Olympiade. Beide mit Matchball, Gameball, keine Ahnung, wie man das nennt. Und für den Stream das letzte Game des Tages. Und ich bin, es ist insane, Maxim ist scheiße gut und hat mega krass adaptiert. Und eben an seinem Freundesprung hat man schon gemerkt, wie viel da auf dem Spiel steht. Ja. Und ich habe es jetzt jedes Mal verkackt. Und an dieser Stelle Grüße an meine Coachin, die ich bitter enttäusche. Die hier aus dem Editorial-Team ist. Das habe ich nämlich auch gemeint. So. Ich finde das mit dem Coaching halt GG, aber leider ist Exekution alles. Weil ich weiß auch Sachen. Und wenn du es nicht exekutieren kannst, willst du dir halt in den fucking Arsch beißen. Ja, definitiv. Kann ich voll und ganz bestätigen. What the fuck? Nicht genügend Mineralien. Alter, das ist halt wirklich ganz, ganz absurd hier. Wo ist denn die Tür? Oder? Alter, ich hab die Tür auch wirklich dann gesucht. Also die Tür war auf jeden Fall ein Freund von mir. Ein Freund von mir. Oh mein Gott, ich kann Shift-Befehle geben. Das ist halt übelst. Aber die Map ist riesig. Also du bist rechts oben, oder? Ja, ja. Und muss ich jetzt suchen? Es gibt feste Positionen. Okay, gut. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich mach auf, das ist schön. Ach, warum zieh ich zurück? Das ist immer noch so, dass man so einen extra Heal-Punkt bekommt. Wenn man Dings macht, ja. Ich weiß nicht, wovon du redest, um ehrlich zu sein. Wenn man ein Schild hat als Protoss, dann verhindert der quasi 5 Schaden. Ja, so, ja. Das ist immer noch so, ne? Ja. Hat sonst noch was? Sein? So. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen überfordert, weil ich habe jetzt ja ein Gas, was ich sofort benutzen kann. Das ist erstmal was Verwirrendes. Das kann ich mir vorstellen. Autsch. First Blood. Da ist wohl ein Bunker. Ein Bunker. Ein Bagdad-Bunker. So. Zack. Nicht genug. Was bringen wir aus? Wie spielen das? Was willst du denn eigentlich? Aha. So. Okay, ich merke schon, du bist jetzt auch concentrated mode, ne? Ja, ich rede nicht mehr. Oh, ich habe wieder die Leute eingeladen. Ich habe die Leute eingeladen. Wenigstens zu einer coolen Party, oder? Nee, ja. Ja. Einfach zum Fien. Einsatzbereit. So. Alter, ich Fettfinger halt wirklich hatte 2 Sekunden, ne? Das ist echt deeply impressive. Ich hab ne Map! Ups. Warum nicht? Fallen mir ein paar Kunde ein. So. Ich bin hier in den Schatten. Piu! Und weg! Ja, wir sind nicht unbedingt die Mutigen, ne? Nee, mutig ist.
Mutig gibt's hier. Gibt's hier das hat overrated, sagst du? So. Durchgeladen und entsichert. So, ich habe halt so viele Arbeitslose, ey. Das nervt mich ultra hart. So. Was ist denn hier los, Mann? So, zack. Zack. Was ist unfassbar, ey. Was ist los? Ich bin einfach... Das ist einfach krass. Ja, nervös, ja. Kaum zu glauben. Aber wahr. So. Jawohl, es ist weg. Du wolltest einfach schon wieder Quatsch machen. Ich will immer Quatsch machen, das ist mein Motto. Ich einfach mich selber so hart blocke. So. Hubschrauber. Ja, ich könnte eigentlich auch Y drücken, denke ich. Ja, das ist mir das wirklich gut. Wenn ich das aktuell mache. Das kann doch nicht sein. Was gibt's denn? Please, Lord. Was ist los? Selber wie die ganze Zeit schon. Dumme Fehler. Ärger mich. Okay. Wird ja wohl jetzt hammer machbar sein hier. Nee, wird's schon mal nicht. Alter, ich hab Boost. Ah, nee. Ich hatte einen Boost gehabt. Ah, Boost dein Arsch. Scheiße. Okay, das war jetzt vielleicht etwas schmerzhaft. Aber auch nur vielleicht. Oh, shit. Wir sind also beide schlecht. Ja, Mann, ey! Oh, das war... Ich wollte jetzt mal ein bisschen cool sein, ne? Ich hätte jetzt so eine große Armee gehabt. Oh. So, okay. Jetzt wird's gefährlich. Ich bin bestimmt.
serviert und kalt. Nein. Okay, ich glaube, das ist durch. Oh, ja! Scheiße, ich habe nur ein. Oh. Hätte ich den Drop nicht gemacht, hätte ich dich gefickt. Alter, ohne Witz, wenn du die Armee davor dazugezogen hättest. Hättest du instant verloren, ne? Ich wollte einmal Kuse, wir müssen noch eins machen. Oh, ja! Oh, das war halt wirklich. Ich habe es halt wirklich selbst verloren, weil ich einmal cool sein wollte. Oh Gott, ey, ich hab so nervig. Ey, du hättest halt komplett. Ich habe halt 20 Mann da verloren. Oh. Vor allem wie? Ich habe mich da hochgekrüppelt. Mit dem Port mich selbst gegen die Wand gedonnert, als würde ich failflashen. Ja. Krieg gerade noch so deinen Scheiß da weg. Oh, Gott sei Dank. Ey. Oh, nee, das ist halt, das. Also, das. Das hätte auch das fünfte Game sein können, ganz ehrlich so. Das wäre. Also, das, da ärgere ich mich quasi über mich selbst. Weil das hätte ich locker gewonnen. Ich hatte halt wirklich gerade alles fertig getaggt und dachte, sneakst du dich rein. Aber guck mal bei Ausgaben für Upgrades. Ich war halt. Diesmal war ich richtig high-tech. Ja, meine Upgrades sind. Also sind halt anders halt, Bio. Ja. Aber. Also ich war diesmal war ich. Ich war quasi 2-2 getaggt. Und okay, ich das hab, hat. Nee, das hat. Da ich habe im zweiten Fight. Auf der zweiten Map. Habe ich gefettfingert und nicht Attack Move gemacht. Deswegen haben meine Zielots nichts gemacht. Und ich habe eben die ganze Zeit. Auf Klo habe ich die ganze Zeit überlegt. Habe ich gefettfingert? Oder verliere ich den Fight? Weil normalerweise bin ich gewohnt. Gleicher also Wert. Nee, gewinnen. Bei Hightech sollte ich immer gewinnen. Und ja. Ich habe quasi so einen Fight noch nie verloren. Ich weiß, was habe ich getan? Und dann liebste hätte ich mir das Replay angeguckt, weil ich hatte die ganze Zeit übel Angst, was passiert, weil wir dieselbe Armee stärker haben. Und dann gewinne ich diesen Fight, renn weiter und haus mich. Genau in dem Moment. Ich hatte wieder so ein Warp-Ding bei dir und ich konnte nicht reinsetzen. Fuck me! Und dann haben wir gefightet und ich hatte wieder Ressourcen frei. Und dann habe ich 8 gespawnt und mein Flugzeug währenddessen weiterfahren lassen, dann wird es abgebrochen. Naja, wie gesagt, ich habe halt dort oben drei. Ich habe eigentlich das mit den Düsen nicht gewusst. Also das mit den Düsen dachte ich, was ist denn das für ein geiler Button? Oh, er ist viel zu spät gedrückt so. Aber das ist halt nur ein Moment so. Ich hätte einfach wirklich klasse spielen, ich hätte dir die Bude eingerannt. Ja, wirklich. Also ich glaube nicht. Die Haustür wäre explodiert, aber voll hoch. Diese scheiß Rampe, ich habe meine Rampe so missplayed, dass mein Pylon ganz vorne ist. Wenn du genau wie davor einfach immer. Also wenn du da auf den Pylon gegangen wärst, statt auf der Robotfabrik, hätte ich richtig viel Uptime verloren so. Das hat richtig weh. Es war einfach. Ich hab nicht. Vor allen Dingen das Schlimmste, ich würde jetzt am liebsten noch eins machen. Wir haben nur 11 Minuten gespielt. So, hä? Nur 11 Minuten gespielt. Ja, das ist. Ja, das ist das Krasse, ne? Deswegen, ich habe locker auf 40 Runden StarCraft gespielt. Einfach weil es so schnell geht. Ich bin von Silber 5 auf Gold geclimbed, aber ich bin halt immer noch kacke. Aber ich dachte halt nicht, dass du mal Diamond warst und das Spiel kannst. Ja. Aber das ärgert. Ich würde halt so. Die Pylon war ganz cool. Auf die Pylon habe ich halt übel getunnelt, weil halt 3 Gebäude ausgegangen sind. Und dann dachte ich, oh, das ist halt übel witzig. Und dann habe ich. Anstatt nach hinten zu kiten, habe ich 10 Mann in den Flieger gesetzt. Ist insane. Die sind halt sofort runter, dachte ich, oh, die anderen 10 muss ich jetzt aber auch einsetzen. Er ist einfach gegeben. So, Shoutouts gehen raus an Christine, ne? Vielen lieben Dank. Es hat nichts gebracht, ich hätte ihn gefickt. Ich hätte fast verkackt. Ich hab's gewonnen. Vor allem, du hast halt wirklich das erste Game for free bekommen, so. Ja, aber das ist ja die Idee dieser Olympiade, ne? Ja, das ist halt wirklich so. Aber Christine, vielen lieben Dank. Mega viel Zeit reingesteckt. Ich bin ein Krüppel, aber ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Dankeschön. Link in der Beschreibung. Wenn sie will. Oh, ich habe gemerkt, ich habe